Armfrei und rein mit dem guten Stoff. Der Düsseldorfer Apotheker Thomas Stephan hat sich auf großen Andrang eingestellt. Der Großteil der Dosen bleibt aber trotzdem erst einmal in der Verpackung. Weil wir noch nicht wissen, wie viele Leute wirklich kommen. Denn unsere Sorge ist natürlich auch, dass irgendeiner vielleicht nicht kommt. Und wir wollen nicht gerne Impfungen verwerfen, weil die sind ja kostbar. Notwendig für die Lizenz zum Impfen ist eine Schulung. Viele Apotheker sind aber schon Grippeschutz ausgebildet. Zum Start sind nur 500 der mehr als 18.000 bundesdeutschen Apotheken dabei. Das soll dann langsam mehr werden. Deutschland setzt das um, was in vielen europäischen Ländern schon lange üblich ist. Apotheken impfen dort auch gegen Grippe und jetzt auch gegen Corona. Die Offensive kommt etwas spät. Die Kurve der täglich verabreichten Dosen, noch im Dezember auf Höchststand, ist nun auf ein Minimum gesunken. Zurzeit fehlt es an Impfwilligen, nicht an Impfmöglichkeiten. Zum einen brauchen wir das einfach nicht. Die Menge der Impflinge ist sehr, sehr gering geworden. Das heißt also, das ist für die Hausarztpraxen, die das auch können, seit Jahren praktizieren, überhaupt kein Problem, die Impfungen, die anliegen, zu erledigen. Zweiter Grund ist letztendlich, dass es auch einer ärztlichen Beratung bedarf. Vielversprechender da schon dieser Ansatz auf der Hamburger Herbertstraße im Rotlichtmilieu. Hier gibt es noch erst Impflinge abzufischen. Der möglicherweise bei Neueinsteigern begehrte neu zugelassene Novavax-Impfstoff bleibt aber erst einmal den Impfzentren vorbehalten.